Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Satisfactory mit Voucher und mit unserer Frau Alderle. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mal wieder das Strahlungszeichen ausgewählt und markiert. Wir haben hier unten viele Kupferstellen, aber da würde es vom Dings her, von der Geografie her, Richtung Tal gehen. Und da müssten wir irgendwie dann später vom Tal wieder raus. Eine Alternative liegt hier hinten verborgen, eine unreine Kupfernot. Das heißt, die kriegen wir von 30 mit MK2 auf 60. Hochgepusht. Die ist hier unten in der Nähe von unserem Kohlekraftwerk. Eine Option wäre jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass das ein ziemlich angenehmer Weg ist. Wir leiten unser Aluminium hier runter, knüppeln dann hier zusammen mit Kupfer die Aluminiumplatten und stellen hier unten auch gleich diese Aluminiumschälchen her. Ne, ich gehe noch mal ganz kurz rein. Die zwei Produkte sind es ja, die wir herstellen aus Alu im Moment. Einmal die Platten, dafür brauchen wir Kupfer, und einmal nur die Aluminiumgehäuse. Ich würde beides hier unten herstellen und würde dann von hier eine Möglichkeit schaffen, entweder in die Senke zu fahren, und wir holen die Produkte hier eben mit unserem LKW ab, ne? Und fahren die wieder vor, wenn wir sie vorne brauchen. Da hinten ins Tal rein möchte ich jetzt mit der Produktion im Moment noch nicht. Und ich bin am Überlegen, ob wir gleich das komplette Aluminium runterleiten. Also wir nehmen gleich ein schweres Band. Wir haben ja die Möglichkeit, das unterwegs zu unterbrechen, wenn es sein muss. Weil ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Ich spiele ja ungespoilert, so gut es geht. Und das wäre jetzt der Weg, den ich heute machen will. Das heißt, wir gehen uns jetzt einmal da unten kurz umsehen. Beziehungsweise stopp. Da müsste ich mir gleich ein bisschen Stromsky mitnehmen vielleicht, ne? Pass mal auf, vielleicht kriegen wir ja hier einen draufgesetzt. Weil irgendwie müssen wir jetzt halt gucken und uns entscheiden. Ist manchmal gar nicht so einfach. Wo hat denn der gerade angezeigt? Hier hätte ich ihn gerne hingesetzt, ne? Aber da glaube ich, haben wir ein Problemchen. Schaladadinanana. Da hätte ich es gerne drauf gehabt. Ich kann höchstens gucken, wenn ich da rüber pace, ob uns das irgendwann genehm wird. Da müsste doch längst was anzeigen hier, ne? Jetzt kommt's. Ich baue den mal dahin. Wow, Alter, was machst denn du? Mal kurz komplett die Kontrolle verloren. Junge, Junge. So. Dann wären wir schon mal hier, wenn das klappt. Ey, aber das muss ja drin sein. Das muss ja drin sein, Frau Alderle, oder? Boom. Hier sind wir schon mal. Aber hier ist eine schöne Fläche, glaube ich. Wo genau müssen wir hin? Da hinten. Da hinten. Das heißt, ich setze jetzt nochmal so Türmchen. Okay, das täuscht unheimlich. Ich dachte, ich muss viel weiter darüber. Hallo, mein Stingerle. Bist denn du für ein schöner Bergspitzen? Hoffentlich kann ich da drauf stehen, sonst knall ich jetzt volle Hämmer runter. Jo. So, lass gucken. Da ist die Kupfernot. Da oben ist ein Orb. Hey, irgendwie nach einem Update, ist es bei euch auch so gewesen, liegen die teilweise ohne Hülle rum, ne? Leute, ist da eine Leiter von uns? Was haben wir denn hier mal gemacht? Was haben wir denn hier mal gemacht? Weiß es nicht mehr. Den setze ich jetzt hier hin und führe einmal. Ist das jetzt von uns eine Leiter, die im Freien steht, oder ist es, weil der Turm so da drin glitscht? Ah, ich dachte gerade, wir haben da irgendwann mal eine Leiter hingelegt. Wie gut. So. Ja, das ist halt von der Navigation her ein bisschen doof, aber wir haben ja Schwebemöglichkeiten. So. Ja, das Schwierigste an dem ganzen Unterfangen ist eigentlich nur diese ewig lange Strecke mit den Bändern. Aber im Moment ist es für mich das Sinnvollste, weil die fallen nämlich nie aus. So, hier haben wir doch eine super Fläche, oder? Natürlich, die Jungs sind da hinten, aber die können wir ja ganz kurz... Die können wir ja mal kurz wegmachen, oder? Guck mal, ich geh mal runter. Was liegt hier sonst noch so? Jetzt sind wir ja wieder im alten Biom auch irgendwo, ne? Hä? Ich dachte, es wären zwei. Mahlzeit. Mahlzeit? Er streckt sich da hinten dran ein Höhlensystem? Bisschen irgendwie, gell? Ich sehe ihn nicht mehr. Frau Stingerle, hast du da... Ah, da sind sie. Hier ist auch wieder eine Leiter. Oh.
Hier ist auch wieder eine Leiter. Leider ist hier eine Leiter. So, drüben habe ich auch nochmal Biosprit gemacht, für euch zur Info. Ich habe nochmal zwei Stack Plastik durchgelassen zu leeren Containern. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen hier wieder gridmäßig rein. Fundamente. Schalalalalilala. Und dann baller ich das hier einmal kurz hin. Machen wir es einmal so. Irgendwo müssen wir gleich mal gucken, wie wir dann rumkommen mit dem Alu. Aber das kriegen wir hin. Von hier aus könnte ich es nämlich eventuell ganz cool darüber transportieren lassen. Und dann nehmen wir einfach den uns bekannten Fahrweg. So, wir produzieren, das ist die Frage, das weiß ich jetzt noch nicht genau, bei einer Unrein mit 30. Lass mich noch mal kurz reingucken hier in der Kolleg. Bei einer Nein, das wollt ihr nicht. Hier wollt ihr nein. Ali, der Ali kann nichts dafür. Die machen wir, die wollen wir herstellen. Und wir brauchen 10 Kupfer für 30. Und 30, also 60 würde ich schon. Und dann würde ich einfach die unreine Kupfernot mit dem MK1 jetzt erstmal besetzen. Falls wir später aufbauen wollen, können wir aufbauen. So, dann haben wir die Geschichte. Dann brauchen wir auf jeden Fall schon mal Stromsky. Na? Hallo? So, ne? Oberfläche ist zu uneben. Ja, das ist mir schon klar. Nee, das müsste doch gehen normalerweise. Was habe ich jetzt für Problem? Leitung zu lang. Na gut. Setzen wir noch ein Zwischenstückchen. Hier vielleicht so. Ins Gestrüpp. Lass gucken. Ja, hier muss ich nochmal rüber. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwas vergessen haben. Du bist jetzt angeschlossen. Du auch. Produktion ist aktuell Kupfererz. Jetzt pass auf, nicht, dass ich wieder denselben Fehler mache wie immer. Lass uns hier schon mal eine Schmelze aufsetzen. War das Kupfer auch im Verhältnis 1 zu 1? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Oder haben wir hier eine 2 zu 2 gehabt? Einfach mal aufsetzen und angucken. Ey, sag das manchmal. Da kommt es schon, weißt du, es lässt mir auch keine Zeit. Ich brauche da eine Schmelze. Ich brauche da eine Schmelze. Ein Schmelzöfelchen. Weißt du was, setz den mal so, spaßhalber. So. Kupfer. Aus 30 werden 30. Ne? Und für 30 kriegen wir... Lass mich das auch mal kurz angucken nochmal. Alü. Aus 30 Kupfer können wir 90 Aluplatten machen. Ich sag jetzt mal, das sollten wir machen. Das heißt drei Fabrikatoren, ne? Ja, ich glaube drei Fabrikatoren. Machen wir das einmal so. Machen wir das einmal so. Und suchen das einmal bis hier vor, dass es gleichmäßig aussieht. Da können wir dann später noch eine zweite Schmelze dazu nehmen, falls wir sie irgendwie aufbauen wollen. Ah, Fabrikatormaterial habe ich jetzt keins bedacht. Das heißt, wir kommen auch hier wieder rein mit unserem Kupfer 1, 2. Ist das wirklich richtig, was ich da jetzt mache? Ich muss nochmal gucken, Leute. Die stehen ein bisschen erhöht. Ach, weil sie hinten ins Ding reingehen. Ja, aber das kriegen wir ja hin. Das haben wir ja schon mal festgestellt, ne? Wenn wir das mit H einfach darüber sausen. Gehe ich jetzt ein bisschen weiter. Das sollte nur nicht nach oben gehen. Mist, hat noch nicht gereicht. Sorry, Frau Alterle, da musst du durch mit mir. Das könnte sein, ne? Wenn ich es jetzt hier genau mittig reinsetzen will. So, den... Und der müsste jetzt genau hier zwischendrin Platz finden. Gut. Also lass gucken. 10 Kupfer, 30 Alu. Ne, das war das falsche Produkt. 10 Kupfer, 30 Alu. Und
10 Kupfer, 30 Alu. Und was wir dann hier ebenfalls dazu nehmen können, ist die Maschinerie für das andere Ding. Jetzt habe ich 90, gell? Lass mich mal ganz kurz gucken. Das war, glaube ich, ein Constructor. 90 brauchen wir für 60 Schalen. 90 für 60 Schalen. Und nochmal 90. Dann sind wir schon bei 180. Bei 240 bleiben uns dann 60 Alu übrig, wo wir dann überlegen, was wir damit anstellen. Das heißt, das Alu kommt ja dann hier irgendwo rein. Dann machen wir jetzt hier noch einen Constructor nebendran schon mal. Hier müssen wir dann ja mit dem Alu mit. Lässt sich das nicht genau auf die Kante setzen vom anderen Maschinchen hier? Nicht wirklich, gell? Guck mal. Ja, vielleicht liegt es an dem, aber ich glaube, der ist einfach anders beschaffen, der Guderle, ne? Wenn ich vom Strich ausgehe, weißt du? Ne, das ist nicht das, was ich will, aber vielleicht kann ich ihn nach hinten gleichmäßig... Nee? Okay. Wurscht. So, meine Lieben, das heißt, wir können hier schon mal Fahrstuhl setzen. Wir kommen ja dann mit unserem Aluminium einfach hier rein und der Überschuss vom Aluminium wird weitergeleitet Richtung irgendwo. 240 kommen wir an. Weißt du, was im Bau... Hey, wir haben ja auch die Freischaltung noch vom nächsten MK, von der nächsten MK-Lösung, ne? Also vom nächsten Förderband und Lift und so weiter. Können wir auch bald freischalten. Das mache ich wieder so. Das hat mir drüben schon ganz gut gefallen. Das wird dann das Alu. Genauso wird es hier reinkommen. Und das Kupfer werde ich dann hier reinballern. Das heißt, ich mache mal alles auf MK4 heute wieder. Wenn ich den jetzt hier reinmache, dann kann ich theoretisch hier einen Splitter setzen. Setzen wir den mal auf die Richtung. Und ballern den einmal bis hier vor. Wie gesagt, das hier ist erstmals Kupfer. Ich weiß nicht, ob wir dann später noch mehr anbauen. Das müssen wir dann mal sehen. Wieso hast denn du das Bömble in der Hand, Spatzel? War schon da los? War schon da geplant? So, ich würde auch fast sagen, dass wir heute uns zum Ziel nehmen sollten, die erste Freischaltung oben rechts mal zu machen vom nächsten Milestone. Weil theoretisch ist jetzt nur noch eine Fleißarbeit, das Band dann hier vorzubringen. Ne? So, wenn alles stimmt, stehen jetzt hier überall die Kupferbarren schon mal an. Das heißt, ich kann die Maschine theoretisch auch schon mal volllaufen lassen. Ne? So wie wir früher am Wochenende mache ich es jetzt für die Maschine. So, dann gönne ich uns einfach mal hier zwischen rein noch ein Kollege. Greife mir den hier hinten ab. So, einmal und zwei und drei. Dann müsste jetzt schon mal das Kupfer reinlaufen. Genau. Und wir haben ja hier einen Bedarf von 10 pro, 30 werden hergestellt. Das heißt, es geht genau auf und auch zeitlich müsste es vom Ablauf her passen. So, jetzt passen Sie auf. Jetzt haben wir uns entschieden, dass wir es hier hinbauen, ja? Hier hin. Jetzt muss ich irgendwie dann das Aluminium hier ranbringen. Ich nehme jetzt mal fast an, dass ich von da oben oder so irgendwo runterkomme und wir das Aluminium dann hier reinballern. Das bedeutet, wir müssen das Aluminium hier reinsplitten, richtig? Im Moment ist das Endziel ja dann... Ja, das weiß ich noch nicht. Aber ich mache hier mal noch eine Dings dazu. So. Rein von der Überlegung her müsste das auf eine Zweier Höhe kommen. Und der Vaterle weiß halt im Moment noch nicht genau, wo es passieren wird. Das müssen wir nachher dann anpassen. Ne? Machen wir den einmal hier hin. Vielleicht einmal für uns kurz eine kleine Rampe. Ich nehme an, dass ich es mit dem LKW holen lasse. Weil jetzt sind wir raus aus dieser Höhe und wir sind raus aus dem Loch hinten, wo wir hätten eventuell auch Kupfer gefunden. Das heißt, wir können es jetzt hier auch per Fahrweg wieder anliefern, wenn wir da Bock drauf haben. Ne? Das müssen wir uns mal anschauen, wie wir am Ende dann tatsächlich hierher kommen. So.
Schauen wir mal, ob es das ist. Ansonsten bauen wir es nachher geschwind um. Dann wäre jetzt normalerweise einmal Alu-Anlieferung hier rein. Oh, vor allem heute mal die Splitter nicht falsch gesetzt, was geht. So, und dann müssen wir hier rein, um später dann hier wieder rauszukommen. Das heißt, die Produktion erstmal in der offenen Bauweise ist hier gegeben. Kupfer ist bereits da. Und für die Platten müssen wir jetzt das Alu herbringen. Und dann kommen wir später hierher und machen noch die Aluminiumgehäuse. Der Überschuss vom Alu, der geht dann hier raus, weil wir einen Alu-Überschuss haben werden. Und wir produzieren dann 60 Gehäuse. Und wir produzieren... Da muss ich echt nochmal hin. Und wir produzieren 90 Platten. So. Dann sollte das normalerweise später halbwegs rumlaufen. Und auch hier wieder, dass die Maschinerie nicht in irgendeiner Weise ins Stocken gerät, gönne ich uns die Sink für einen Moment. So als Überschussauffänger, bis wir wissen, was wir mit dem Material anstellen. Ich nehme an, das geht auch nicht lang. Dann wird uns das Spiel schon sagen, wie es weitergeht, weißt du? So, aber für mich ist das auf jeden Fall angenehmer, alles zu überblicken. Haben wir nicht hier einen Stromi gehabt? So, Baby. Das war die Geschichte. Wir könnten jetzt theoretisch... Darf ja kein Kupferüberschuss sein, ne? So, die Maschinerie steht. Wie wir sie dann nachher abliefern, weiß ich noch nicht. Jetzt geht es darum, dass wir das Aluminium hierher bringen. Ich stehe jetzt aktuell genau hier. Da müssen wir hin. Und wir gehen jetzt zurück zum Ausgangspunkt. Genau, so machen wir das. Schaladaninanana. Schalololidododo. Ich bin ein bisschen in den 90er unterwegs momentan gedanklich. Frag nicht warum. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir da überall hängen bleiben. Du, aber ganz ehrlich, das sieht jetzt gar nicht so weit aus alles, gell? Im Prinzip ist doch das... Jetzt überlege ich gerade, ob was uns nicht... Ich würde schon da oben die Felsen entlang. Wobei ich es auch geil fände, wenn wir es auf so einem Zwischending so reinparken, ne? Aber da muss man dann wahrscheinlich doch sprengen. Jetzt pass auf, wir brauchen einen Anfang. Wir brauchen einen Anfang. Das heißt, wir müssen erstmal da vorne jetzt gleich gucken. Da sind doch bestimmt wieder... Hoffentlich packt es. Hier will ich dann nicht unbedingt hin. Da würde ich mal kurz einen Zwischenstopp machen. Genau, war nicht so. Oh. Die Jungs habe ich ganz vergessen. Aber ist nur er. Ist nur er. Okay, hier stehen die Maschinen. Warum stehen die hier? Wo bist du denn? Alter, Schitty Schmidti. Versuche immer so ein bisschen den Rücken auch zu treffen, ne? Wieso stehen die Maschinen hier? Was habe ich denn da schon wieder verballert? Egal, jetzt pass auf, ich nehme erstmal dieses Dingelchen hier. Wo ist es? Leben ist wieder da. Irgendwas passt hier nicht. Sind alle untätig. Es fehlen Aluminiumschrott. Okay, soweit sehe ich das auch. Okay, jetzt ist dann der Fall eingetreten, dass irgendwas den Rückstau verursacht, richtig? Ich nehme an. Kohle ist da. Aluoxidlösung ist nicht da. Und Aluoxidlösung kann nur produzieren. Aber es liegt alles an, Leute. Es liegt alles an. Das Einzige, was mir gerade halt auffällt, dass der Quarz dann überall steht. Ich nehme an,
Ich nehme jetzt einfach mal an. Ich probiere mal eben schön was. Schnelle Lösung, wenn es klappt. Das wird nicht gehen, gell? Warte mal. Irgendwas anderes ist es. Irgendwas anderes ist es. Aber was? Was ich jetzt hier gemacht habe, ist im Prinzip ein Überschuss, ne? Also ich lasse Quarzsand hier reinlaufen, ja. Ey, was habe ich denn da jetzt verbrochen? Ich weiß es nicht. Ich muss einen Fehler suchen. Wasser sitzt. Also es liegt tatsächlich daran, dass der Sand sich hier reingestaut hat. Solange der nicht abfließt, ich hätte das eher aufs andere Ding, ne? Sie steht schon wieder. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es besser ist, wenn ich die Quarzgeschichte, die von hier kommt. Ich mach's am besten so. Ich mach's am besten so, Leute. Dass ich im mittleren Ausgang den Überschuss reinballer. Nee, mittlerer Ausgang ist Quarzsand. Und hier mache ich den Überschuss. Damit die Maschine auf jeden Fall... Aber ich habe es genau eingestellt mit dem Quarzsand, ne? Drüben mit 12, und so. Machen wir den weg. Und ich fahre jetzt hier mit dem Band hier praktisch mal rein, spaßhalber. So. Die Quarzanlieferung von unserer Quarzfabrik ist da. Die Quarzanlieferung... Von hier ist da. Es wird wieder Aluminiumschrott produziert. Und irgendwie habe ich das Gefühl. Ich habe die genau eingestellt. Mich wundert es gerade komplett extremo. So wird es sich jetzt einlaufen, dass die Maschinen wieder produzieren, auf jeden Fall. Ne? Okay. Schaut mal, beobachten. Jetzt pass auf, ich schaue genau in die Richtung, wo unsere Kupfergeschichte ist. Könnte ich eventuell einfach Kerzen gerade mal da durchfahren? Pass auf, hier wird es zusammengemerged. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann hier... ...mit dem Alu einfach rausgehen, wenn ich hier einen intelligenten Splitter setze. Aber ein intelligenter Splitter ist kein intelligenter Merger, ne? Das habe ich schon mal falsch gemacht. Wenn ich im Splitter habe ich nur einen Eingang. Ja, dann müsste ich ihn hier hinsetzen. Beispielsweise. Intelligenter Splitter. Dann können wir es nämlich gleichzeitig beobachten lassen. So. Das mittlere Band ist der Überschuss. Und das rechte Band wird unsere Aluminiumbarren. So. So einfach. So machen wir das jetzt mal. Ich mache mal den kurz weg. Und nehme mir mal einen Fahrstuhl. Wir nehmen das Größte, was wir haben. Und dann baue ich den mal auf die Höhe. So, und dann brauchen wir das Viererband. So, einmal. Mal gucken, vielleicht mache ich auch gleich noch ein kleines Stückchen der Strecke. Separat. Weißt du was? Am besten hat mir eigentlich die Lösung gefallen, die wir da gestern hatten. Mit diesem Weg, den wir bauen aus Fundamenten, den ich dann später einfach wieder wegnehme. Dann können wir nämlich auch versuchen, im Grid zu bleiben. Wie viel ist denn das? Zweier? Ich glaube, das machen wir so. Dann machen wir da nämlich irgendwann
Wann habt ihr gesagt, 2026 machen wir den schönen Baustream? Und wenn es dann soweit ist, Leute, dann gehen wir es an. Dann gehen wir es nämlich an. So, wir müssen nur aufpassen, hier hat es ja noch jede Menge Feinde auch zwischen den Gebüschen. Aber das finde ich tatsächlich die sauberste Lösung, wenn wir hier quer durchs Land gehen. Und weißt du, was ich auch gemerkt habe? Ich vermisse meinen Monk wie Sau hier in dem Biom. Flitzt er ja nicht so rum, ne? So, bis hierher. Dann würde ich hier... mal ungefähr auf die Höhe. Dann bauen wir uns da gleich einen Fahrstuhl hin. Im Moment haben wir unseren Frieden. Das ist ganz okay. Das weiß nicht, bis hier ungefähr. Achso, da haben wir dann das Problem. Ne, ich will das mal anders versuchen mit dem Fahrstuhl. Das sieht ja nachher nicht gut aus. Ausgerechnet hier, wo die fetten Bäume sind, weißt du? So, Leute. Wir haben gesagt, die Mitte ist unser. Sollte möglicherweise gehen. Ist zu steil, sagt's. Okay, kein Problem. Dann baue ich hier hin. Jetzt haben wir aber das Problem, dass hier schon wieder vorbei ist, ne? Das heißt, ich muss hier auch schon wieder hoch. Okay. Dann würde ich hier nämlich ein Ding hinbauen erstmal. Mal hoffen, dass es in die Richtung irgendwie geht. Vielleicht lassen wir ja die als Brücke hier, die eine. Wobei ich möchte das Biom gar nicht so sehr verhunzen wie das andere. Weil hier, wenn es hier so schön rüber geht und wir dann nachher, sag ich mal, so zwei, drei Poller aufbauen, nur fürs Band, ich glaube, dass es besser aussieht. Ich kann ja mal spaßhalber das wegmachen. Ey, diese Zeit in dem Spiel. Aber egal. Wenn nicht, gibt es morgen früh. Morgen früh sage ich schon, also wenn man die ersten 5 Minuten von der morgigen Folge, die Freischaltung gleich machen, sind wir ja auch so weit, ne? Gut, aber in dem Fall hätte ich es auch direkt rüberziehen können, ne? Ja, der muss dann natürlich auch weg. So, dann kommen wir dann später. Wow. Ja, ich vergesse immer, dass das Band dann doch ein bisschen schneller ist. Tja, den muss ich jetzt leider wegmachen. Verstehst, Frau Alderle? Wenn der weggeht. Wie viele Meter sind es noch? Nicht mehr viel, gell? Geil wäre es halt, wenn wir heute die eine Freischaltung machen und morgen die andere dann. Dann hätten wir beides. Schönen Einstieg morgen und ein schönes Ende heute. Hat er mich nicht schon erspäht, der Kollege? Spätestens aber jetzt, ne? So, und hier müssen wir dann auch gleich wieder hoch. Ich nehme an, dass wir hier hoch müssen. Pass mal auf, ich probiere mal was. Die Idee ist jetzt einfach, ohne dass ich nochmal runter muss. Okay, weil ich jetzt hier hänge, aber ist egal, dann gehe ich hier hin. Und da vorne müssen wir uns gleich mal umgucken. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da nicht einen besseren Weg finden. Gut, es ist befriedigend, einfach mal so ein paar Bänder durchs Land zu ziehen. Wie weit sind wir jetzt wohl weg? Wenn ich hier durchgehe, Leute, das schaffen wir so nicht. Das muss ich mir irgendwie anders überlegen.
Das ist schon noch eine Stadt. Doch, da hinten ist es dann. Ich würde sagen, ich ziehe es einfach mal ein Stückchen näher, sodass wir gemeinsam unten dann noch gemeinsam anschließen können, oder? Ich bin schon ziemlich nah dran. Ich würde sagen, wir machen mal wieder ein Stückle zusammen und gucken mal, wie wir da unten gleich rauskommen. Ab und zu muss ich jetzt tatsächlich feststellen, wie cool das ist, wenn wir auf die Träger... Die Träger haben wir ja im zentralen Depot, ne? Und die ticken immer wieder langsam nach, wie ich sie verbaue, ne? Aktuell habe ich 65, 66. Das ist also schon ziemlich cool. Und wenn wir da eine bessere Bestückungsrate hätten, wäre es natürlich auch eine geile Geschichte. So, ich ziehe das jetzt einfach mal bis hierher. Dann gönnen wir uns hier ebenfalls nochmal einen Fahrstuhl. Nicht so weit runter. Kann ich eigentlich Fahrstuhl? Ah, das geht auch. Ei, das geht auch. Fahrstuhl auf Fahrstuhl. Das ist natürlich witzig. So, und jetzt ist die Frage halt. Ich höre die ganze Zeit auch irgendwelche Schritte, aber ich habe nichts gesehen, sonst hätte ich euch schon längst dazu. Ist das nicht ein Träumle, dass wir jetzt hier unsere kompletten Anlagen sehen? Tut mir einen Gefallen, nimm die Klammer wieder weg. Und den da, der macht keinen Lärm. Ey, wenn ich jetzt hier runterfahre. Oh, das scheint mir recht hoch zu sein noch, ne? Oh, das Orble würde ich auch gerne holen. Ja gut, aber wenn ich Fahrstuhl auf Fahrstuhl machen kann. Ich überlege gerade, ob es hier irgendwie eine bessere Möglichkeit gibt, aber ich sehe keine. Ne, wir fahren jetzt einfach mal, wir gucken mal, was wir hinkriegen. Ich schätze, geschenkt kriegen wir es wahrscheinlich nicht, die Lösung. Aber vielleicht können wir hier unten aufsetzen, ich guck mal. Fehlende Materialien. Wir lassen sie mal reinticken, oder? Wir lassen sie mal reinticken und holen uns den Orbi. Sein, dass ich da nicht unbedingt zwingend jetzt an meinen Fahrstuhl wieder drankomme. So sieht es bei mir die ganze Zeit aus nach dem einen Update. Our instruments echo in a deep. Do they not plug the shallow threads? Can you hear me? Crescendo, the effigy found the key. Sing more. I was not created for artistic purposes. I am incapable of singing. You sing. Noted. Ja, das haben wir das Problem. Ich habe kein Ding mehr, ne? Aber guck mal. Ich überlege gerade, ob ich kurz Materialien hole oder ob ich es ticken lasse. Okay, machen wir unser Restle zusammen. Sollte jetzt normalerweise nicht mehr das Thema sein. So, hier müssen wir gleich nochmal Bäumchen wegnehmen. Machen wir es mal bis hier. Jetzt habe ich Mats geholt und jetzt fehlen mir die. Das ist halt schon blöd jetzt. Warte, ich muss kurz. Aber das geht, ne? Jetzt habe ich Mats geholt gerade und habe die falschen. Beziehungsweise die richtigen schon mit, aber nicht für alles, Mats. Da hätte ich ja nochmal einen gebaut. Ne? Mist. Gut, hier ist der Fahrstuhl. Da machen wir uns jetzt da aber auch keinen Stress. Jetzt will ich dann schon die Freischaltung mit euch bald mal genießen. Wie, das geht nicht. Gut, kein Problem, kein Problem. Hä? Habe ich schon wieder... Habe ich schon wieder Kisten produziert. Dann hauen wir das jetzt einmal ganz kurz weg. Zack. Zack. Hi. Ich hab dich vermisst. Hab vorhin schon den Leuten erzählt. Warum habe ich dich nochmal vermisst? Spatzel. Ich muss jetzt davor.
Danke. Dann dieses grunzende Lachen, weißt du? So, Leute. Die Aluminiumbarren schießen hier vor. Verteilen sich. Überschuss. Okay, die drei produzieren. Hier habe ich noch irgendwas falsch, glaube ich. Was ist falsch? Ich glaube, der ist nicht angeschlossen, oder? Der müsste doch normalerweise auch Aluminiumbarren kriegen. Sieht jemand, ob ich den angeschlossen habe? Jetzt. So, im Moment wird noch alles Überschüssige geschreddert, bis wir wissen, was wir weiter anstellen. Und wir produzieren jetzt tatsächlich heute zum Ende der Folge Aluminiumgehäuse, wovon wir jetzt schon 10 Stück haben. 24 Platten sind hier drin. 24, 27 sind hier drin. Die ersten 30. Ist das cool. Natürlich müssen wir jetzt hier noch irgendwie alles zusammenknüppeln, ne? 90. Also, dann machen wir die Freischaltung heute noch. 96. 102. Leute, jetzt geht es natürlich dann noch darum, hier die Endprodukte zusammenzuknüppeln und irgendwo hinzuleiten. Den Schredder, den werden wir erstmal stehen lassen eine Weile. Und dann gucken wir mal, wie sich die Maschine einläuft. Was ist das für ein langer Weg jetzt hier? Ne? Also das sieht furchtbar aus. Da muss ich mal gucken. Aber im Moment... Leute, komm, wir gehen das Ding freischalten. Morgen bauen wir es dann, oder? Wir bauen es morgen und genießen es heute, dass wir es freischalten können. Und dann werden wir morgen auch den zweiten Milestone reinnehmen. Und das waren, glaube ich, sogar die MK4, 5. Sind wir dann schon bei MK5, gell? Ja, hatte ich gesehen, aber du hast noch ein bisschen Sprit drin, ne? Hey, ich glaube, der einfachste Weg wäre, dass wir das irgendwie mit Bändern da runterbringen und dann mit dem Auto holen lassen. Weil ich ziehe kein Band bis ganz davor, das nicht. Dass wir die Aluprodukte schon mal ins Zentrallager kriegen, da hätte ich schon Bock drauf, ne? So. Freue ich mich jetzt, dass wir da schon mal einen Haken dran haben. Das Coole ist, wir haben jetzt ein paar Folgen viel zusammen gemacht, ohne ewig viele Schnitte und so. Und trotzdem haben wir jetzt zwei Milestones erledigt, Leute. Zumindest fast. Also morgen werden wir den zweiten gleich reinkippen, weil die Mats haben wir dann. Hi, Monkler. So, Schweberucksack. Bäm. Gönnen wir es uns, komm. Freue ich mich. Wieder was gemacht. Milestone reached. The hover pack draws energy from nearby power connections and so can only be used in their vicinity. It provides an excellent vantage point of your work, which you clearly need. Otherwise, you would have optimized that obvious problem by now. Der ist ein bisschen aggro hier, der Gute. Okay, also wir müssen in der Nähe von Stromleitungen sein. Bauen wir uns morgen auf. Bauen wir uns morgen auf. Und testen es natürlich dann gleich. Logistik MK5 ist der nächste Milestone und guckt dir das an. Leute. Hm? Weil der Frachter noch nicht da ist. Die produzieren wir, bis wir wieder hinten sind. Das nächste Mal sind die locker da. Die haben wir im Lager, die haben wir im Lager. Das heißt, der Milestone ist für uns morgen kein Problem. Ab dann MK5 Förderbänder und Lifte, das heißt 780 Ressourcen. Dann geht es an den Schutzanzug und danach kommt die Geschichte hier. Schwefelsäure, Batterien und dann kommen auch, glaube ich, die ersten Vorbereitungen für die große Geschichte hier oben. So, freue ich mich auf morgen, Leute. Bis dann.